OPC, ein starkes Antioxidant. Es kommt vor allem in Traubenkernen vor. Und in diesem Video schauen wir uns an, was ist das French Paradox, die Wirkungen von OPC, die Messungen, wie man es bestimmt und schließlich die Dosierung. Viele Menschen kennen den Begriff OPC, aber was heißt das eigentlich? Das ist eine Abkürzung und steht für Oligomere Proanthocyanidine. Das ist ein Stoff aus der Gruppe der Polyphenole, die vor allem eben in Traubenkernen vorkommt. Darum wird auch das deutsche Wort Traubenkernextrakt manchmal dafür verwendet, obwohl es ja nicht das Gleiche ist, sondern OPC kommt vor im Traubenkernextrakt. Grundsätzlich enthält jede Frucht und fast alle Gemüse ein wenig OPC. Wie hat man dem gefunden? Das French Paradox, schauen wir uns das an. In Frankreich, so vor 50, 60 Jahren, gab es einen Professor Masquelier, der wunderte sich, warum die Franzosen weniger Herzinfarkte haben als andere Europäer. Obwohl die Franzosen mehr rauchen und wahrscheinlich fettiger essen. Und schließlich hat er eben den Stoff OPC gefunden im Rotwein. Und die Franzosen trinken mehr Rotwein als andere europäische Länder. Und das hatte offenbar einen herzschützenden Effekt und daran hat er geforscht. Also das nennt man das French Paradox. Wie schon gesagt, es ist eines der stärksten Antioxidantien in unserem Körper. Antioxidantien sind Stoffe, welche die freien Radikale eliminieren. Die entstehen durch die Atmung und durch viele Giftstoffe. Und wenn wir Antioxidantien anschließend zu uns nehmen, dann haben wir eine viel schnellere Erholung. Also die Wirkung von Antioxidantien dürfen wir nicht unterschätzen. Die ist entscheidend für die Gesundheit. OPC ist entzündungshemmend. Ich kann es bei jeder Art von Entzündung, von chemischen, inneren Entzündungen, Autoimmunentzündungen, es geht nicht um Infekte wie eine Lungenentzündung, kann ich OPC einsetzen und dort, wo man sonst Cortison verwenden würde. Und ich habe schon sehr oft Cortisonmengen rasch senken können mit Zugaben von OPC. Ebenso sinnvoll ist es als Antiallergikum. Heuschnupfen zum Beispiel, wo viele Leute darunter leiden, wird durch OPC gedämpft. Es braucht dann noch andere Polyphenole, aber OPC ist ein wichtiger Stoff, mit dem man antiallergisch behandeln kann. Auch hier wiederum Medikamente zu sparen. Noch ein guter Effekt, das sind schützende Effekte in unseren Blutgefäßen. Also wenn wir genügend OPC zu uns nehmen, dann haben wir einen besseren Blutfluss und eben weniger Arterienverkalkungen. Im Immunsystem spielt es eine Rolle. Auch da sind viele Faktoren, die das Immunsystem verbessern, aber OPC hat auch hier seinen Platz. Und schließlich, das hängt zusammen wahrscheinlich mit der antioxidativen Wirkung, wir nennen das Better Aging, also der ganze Alterungsprozess kann etwas verzögert werden unter der Wirkung von genügend OPC. Es gibt mehrere Labormethoden, wie man OPC misst. Und wenn man jetzt ein Produkt kauft, verwenden die Firmen natürlich immer jene Messung, wo ihr Produkt am besten abschneidet. Es ist ein Wildwuchs, wirklich schwierig zu unterscheiden. Niemand weiß, wie es gemessen wurde und darum darf man sich nicht einfach auf die Angaben auf einer Etikette verlassen. Es gibt einen sogenannten ORAC-Wert. Das ist eben ein Wert für die antioxidative Kraft von OPC und der soll natürlich möglichst hoch sein. Und solche Messungen sind möglich mit modernen Labormethoden. Wir haben alle etwas OPC im Essen drin. Je mehr pflanzliche Nahrung wir zu uns nehmen, umso mehr. Aber da sind wir im Bereich von 100, vielleicht 200 Milligramm im Tag. Jetzt, wenn ich wirklich gezielt eine Entzündung behandeln möchte oder mich vorbeugend für meine Arterienverkalkung etwas tun möchte, dann empfehle ich etwa 300 bis vielleicht Maximum 400 Milligramm extra. In einer guten Kapsel, in einem guten Produkt befinden sich etwa 150 Milligramm. Also 2 bis 3 Kapseln eines guten Produktes deckt den Bedarf.